Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu unserem Adventsspezial. Es ist in gewisser Weise ein doppeltes Spezial, weil wir machen dieses Jahr zum ersten Mal den Päckchen-Brettspiel-Adventskalender für euch als Gewinnspiel und öffnen den Brettspiel-Adventskalender von Frosted Games. Die Sachen, die da drin sind, behalten wir selber. Ja. Die Sachen, die da drin sind, bekommt ihr. Genau. Wie ihr was gewinnen könnt, erzählen wir auch ganz kurz nochmal am Ende. Aber wahrscheinlich wisst ihr schon von den letzten beiden Folgen. Ich mache jetzt erstmal hier los mit Tag 3. Tor 3. Ja. Bleiben Sie bei Tor 3, auch wenn ich Ihnen 100 Euro gebe. Ja. Eieiei. Päckchen 3 von Brettspiel Adventskalender. Und was haben wir hier? Bislang waren es sehr einfach ein zu... Ein Stück Pappe. Oh mein Gott! Ein Stück Pappe? Ein Stück Pappe? Nein, es ist hier rausgefallen. Um Gottes Willen. Eine Karte für Klenk. Klonk oder Klenk. Oder, ja, also hier steht welcher. Klenk drauf. Das liegt natürlich daran, dass, ne, hier steht es auch Adventkalender. Das ist natürlich ein international multilinguales Ding. Deswegen tatsächlich für die englische Variante hier. Aber hier ist auch. Ein Device, eine Wishing Wall. Was ich ja sagen muss, sehr cool, es ist mit Weihnachtsthema. Guck mal, hier kommen so Geschenke rausgeflogen. So eine verrückte Geschenkemaschine ist das nämlich. Cool. Ja. Na, du hast ja Clank schon gespielt. Ich habe es ja leider noch nicht gespielt. Ja. Ich werde es bald vorgestellt haben werden. Du wirst es bald Futter vorstellen. 3. Futter 3, ja. Nee, auf jeden Fall ein ganz cooles Spiel bei Schwerkraft natürlich erschienen. Und wir machen ganz schnell weiter, damit ihr nicht... Platz 3, ja. Die 3. Ja, die 3, die wird... Die würdest du wahrscheinlich gern behalten wollen, wenn du sie nicht schon hättest. Ich wollte auch die 1 und 2 behalten, wenn ich sie nicht schon. Au, oh, da gibt es ja ein ganzes Spielepaket. Ich rutsche das jetzt mal ganz frech auseinander. Guck Weil mal hier. Wir wollen Kakao es natürlich mit der ersten Erweiterung. Die hier ist die erste, Schokolade. Sag mal, haben wir die zweite Erweiterung? Die haben wir, ja. Ja? Ja, ist aus Essen. Essen-Neuheit. Ja, Diamante. Haben wir die, haben wir. Vielleicht auch nur Kakao mit der ersten Erweiterung. Nee, natürlich Kakao mit beiden Erweiterungen für euch. Ja, ja. Genau. Jetzt, da brauchen wir nicht zu viel sagen. Ein tolles Plättchenlegespiel, total unkompliziert zugänglich. Schaut euch die Rezension an. Das Grundspiel haben wir vorgestellt, die Erweiterung bislang leider noch nicht. Das werden wir mit Sicherheit dann auch mal in einem ruhigen Moment nachholen. Aber wirklich, ich mag es sehr, sehr gerne. Spielst auch schon mit der ersten Erweiterung. Die zweite habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Habe sie nur noch nicht vorgestellt. Ja, aber ich meine, man kann schon sehen, ne? Diamante. Oh, aber das ist ein cooles Material mit solchen komischen Goldmasken und sowas. Ja? Also, ja, ich meine... Kakao, ja, was ist denn eure, ich möchte, es gibt natürlich wieder, um das gewinnen zu können, müsst ihr eine Frage beantworten, einfach jeder Kommentar gewinnt, außer ihr schreibt sowas wie Erster. Genau, oder ihr habt schon mal gewonnen. Genau, oder ihr habt schon mal gewonnen, dann könnt ihr leider nicht nochmal gewonnen, also in diesem Jahr, bei diesem Special hier. Und die Frage ist ganz einfach, ja, was ist denn eure Lieblingssüßigkeit? Ja, Grundfragen sind immer schön nett, einfach. Ja. Du willst immer, dass die Spiele unter die Leute kommen. Aber eigentlich müsstest du, wenn es so eine völlig unmöglich zu beantwortende Frage, dann darfst du es halten. Nein, das gilt genau, nicht. Genau, aber nur wer zufällig hat. Es geht darum, halt meine zu nennen. Ja, genau. Nee, ist falsch. Nein, Quatsch, nein. Jeder Kommentar hat eine natürlich, Chance zu gewinnen. Natürlich. Ja, und nochmal vielen Dank übrigens natürlich auch an Abacus. Übrigens, letztes Mal vergessen, Eggert-Spiele zu bedanken. Natürlich diese Spiele gesponsert von den Verlagen für euch. Vielen Dank dafür und morgen geht's weiter mit Türchen 4. Wie gesagt, nicht vergessen, nur heute am 3. Könnt ihr kommentieren und gewinnen, aber ihr dürft natürlich gerne weiter kommentieren, ne? Keine Frage, aber wir wollen natürlich versuchen, möglichst viel schnell zu verschicken, damit es vor Weihnachten vielleicht auch noch bei euch da ankommt. Ja, bis dahin, bis zum nächsten Türchen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.